Mahlzeit, Freunde, und willkommen zu meinem neuen Video. So, also, kurz vom Urlaub noch ein kleines Update, damit ihr auch auf dem Laufenden seid. Ähm, der Bergbau schreitet unaufhörlich voran. <laughs> ähm, Im Bild seht ihr einen kleinen Zwischenstand. Ich habe, um für mich mal so die Proportionen ähm, ja, äh, besser in den Kopf zu kriegen oder auch abschätzen zu können, da mal die ganzen Tannen hingestellt. Ob das final so bleibt, weiß ich noch nicht. Müssen wir dann mal sehen. Aber ich habe zumindest den Untergrund schon mit Waldboden bepflastert, hätte ich fast gesagt. Gestaltet und zwar äh, habe ich da zurückgegriffen auf. Das altbekannte Zeug aus DDR-Zeiten, ja, diese Holzschnitzel hier. Das macht äh, in meinen Augen, wenn man da noch was anderes drüber krümelt, ein wirklich super Waldboden. Zumal man davon am Ende nicht mehr versieht. Durch dichte Belaubung, Bepflanzung, Verunkrautung oder wie auch immer man das nennen will. Und äh, ja, das nutze ich eigentlich immer so, wenn ich so. Sagen mal, Waldflächen habe oder mehrere Baumgruppen so dicht beieinander, dann nutze ich das eigentlich ganz gerne als Untergrund. Ja, ihr seht, die Steilwand ähm, ist nicht mehr so ganz so steil. Da ist, Moment, äh, ich muss mal kurz hier eine Weiche drehen. Dann können wir mal hier die Dinger aus dem Bild fahren. Da sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Da lugen jetzt die Felsen aus etwas Vegetation raus. Das ist auch noch nicht final, aber auf jeden Fall schon mal angefangen und zeigt, wohin der Reise geht oder gehen soll. Ja, ich mal gucken, hier, ob ich mit dem Zoom hier ein bisschen spielen kann. So, da ist äh, das Tunnelportal eingepasst, aber immer noch nicht fest. Ich kann es immer noch rausnehmen. Und zwar, wie ihr vielleicht seht, ist das Innere des Tunnels noch nicht gestaltet. Da kommt noch eine Prägepappe rein, sage ich jetzt mal. Ich arbeite übrigens gerne mit solchen Prägepappen. Das ist bei anderen verpönt. Ich mag die Dinger irgendwie, wie man hier sieht. Allerdings ähm, farblich nachbehandelt. also so ganz grell, original, möchte ich die auch nicht auf der Anlage haben. Ja, und dann äh, habe ich verschiedene Elemente gemischt, wie zum Beispiel von Auhagen. <laughs> Eins meiner Lieblingsgestaltungselemente, wie man sieht, die Arkadenbögen. Habe ich hier eine Reihe dran, hier eine Reihe dran, oben drüber Mauerwerk. Ob das jetzt alles äh, statisch so richtig ist, wage ich zu bezweifeln und habe ich auch keine Ahnung von, aber mir gefällt das so und deswegen baue ich das so erstmal so. <laughs> ja. Ähm, wie ihr seht, ist das alles schon etwas Koloriert und ähm, aber noch nicht fertig. Ihr lugt überall noch blaues Styrodur durch, was dann natürlich irgendwann weg ist. Also das ist auch alles hier spachtelt mit meiner mit meiner favorisierten Spachtelmasse für kleine Sachen hier. Dieses, äh, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, dieser Holzspachtel. <laughs> ja, der eine oder andere wird sich erinnern. Holzreparaturspachtel. Und zwar rührt das daher, dass ich äh, eine kleine Abneigung habe, mit Gips auf meiner Anlage rumzuschmieren. Es ist einfach, ich finde, äh, naja, ich, ich, ne, mir, mir gefällt das einfach nicht, hier rum zu gipsen. Weil Gips, egal wie oft man ihn streicht und wie oft man da versucht, eine Absperrschicht drauf zu bringen, immer Feuchtigkeit anzieht und schwer ist wie Sau, und, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das ist mir alles zu, zu, äh, ja, auf, aufgeregt, aufregend, keine Ahnung. <laughs> zu unsicher auch irgendwo. Und vor allen Dingen auch zu schwer, wie gesagt. Also, wenn man so ein Anlagenteil dann mal, doch mal bewegen muss, Gottes Willen, nee. Also, <laughs> lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, größere Sachen rühre ich mir dann Pappmaché an und spachtle damit. Ist mindestens genauso stabil wie Gips. Wenn nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen stabiler, weil Gips ja eine durchbricht bei Belastung. Und Pappmaché schön leicht ist und ich würde sagen stabiler. Je nach Arbeitsausführung, sage ich jetzt mal. Man kann das natürlich auch versauen. Ähm, ja, die Stadt hier im oberen Bereich, ich muss euch mal hier vom Ständer nehmen, soll jetzt eigentlich, ja, ich würde fast sagen so bleiben. Ja, also, ihr seht, die Tankstelle ist weg. Tankstelle hat nicht in Recall geschafft, sage ich mal. <laughs> nee, es ist einfach, äh, es macht keinen Sinn, äh, die Tankstelle mit Macht zu versuchen, da unterzubringen, obwohl sie keinen Platz hat. Und wenn man sich das dann irgendwann mal eingestanden hat, dann ist es auch eigentlich ganz einfach <laughs> damit umzugehen. Und naja, des Weiteren, dass ich euch noch euch nochmal hier runternehmen. Das war ein bisschen wackeln, aber... Wir kriegen das denn hin. Ich mache hier ein bisschen eine verrenkung machen. Ja, also ihr seht, da habe ich die Felsen rausgearbeitet und schon ein bisschen angefangen mit trockenbraschtechnik zu patinieren, Kranieren, wie auch immer man das nennt. Ja, also quasi die Bruchkanten sind dann ein bisschen heller als die Flächen und naja, die üblichen Sachen halt, wie man das so macht. Da hinten die Häuser sind weg. Habe ich jetzt schon mal diese diese äh, Lauben hingestellt, wo diese Gartensiedlung dann quasi entstehen wird. Die Standplätze der Lauben will ich so beibehalten. Einfach aus dem Grund, weil äh, die Häuser dort alle beleuchtet waren und ich gerne die Beleuchtung weiter nutzen möchte. Und dann wird es äh, Dort hinten, wo jetzt der Baugrund fehlt und in den Schattenbahnhof reingeht, geht es dann durch weiter. Ne? Da durch einen Tunnel. Aber dazu kommen wir dann später. Das wird dann quasi der Grenzübergang Deutschland-Tschechien. Ja, so, jetzt wollte ich, wollt ich euch noch mal zeigen. Ach, das ist eigentlich wackelig. Wie ich das Tunnelportal vom Sven hier eingearbeitet habe was mit angefangen zu kolorieren das auch noch mal meine bekannten arkaden und so ungefähr wird das dann wird das dann wohl werden den kollegen hier wieder hinstellen ja dann ist äh, weichen anschließen weichen äh, elektrisch anschließen und schottern steht dann noch auf dem programm ist noch nicht angeklemmt, aber Kabel und so, das liegt alles schon. Das einzige, was ich jetzt im Moment angeklemmt habe, neu, elektrisch angeschlossen, ist hier vorne das Bahnsteiggleis, wo die 229 steht mit dem Power 5 Personenzug. Das sind übrigens von Kühn. Silberlinge waren das mal. Jetzt Rotlinge oder Mintlinge oder wie auch immer man das nennen will. Ja, die Stadt betreffend denke ich wird mir da noch was einfallen, wie ich diese, diese breite, ich nehme muss euch nochmal runternehmen, tut mir leid, es wird heute ein bisschen hier, diese breite Fläche hier vernünftig nutzen kann. Also ich habe jetzt mal diese Baumaschine dahingestellt, einfach als Anhaltspunkt dort vielleicht noch eine Baustelle, eine Straßenbaustelle zu gestalten. Ich habe mir nämlich vor kurzem... So eine, so eine Warnblinkbaken besorgt. Und äh, die könnte man da vielleicht super zur Geltung bringen. So als Eyecatcher, sage ich mal. Ja, ansonsten gibt es eine kleine Überraschung für mich. <laughs> mein Oberkumpel Daniel ähm, hat mir ein kleines Päckchen geschickt. Weil wir uns unterhalten hatten über die Hebebühne. Die auf das Tankstellengelände sollte. Und dass, es da, dass ich da vielleicht irgendwas selber bauen möchte. Nun war er der Meinung, selber bauen. Ich baue wahrscheinlich nicht noch selber. Deswegen soll ich nicht alles selber bauen. Und hat mir was geschickt. Und zwar guckt mal da. Dieses super filigrane Hetz-Teil. Das ist also... Ich komme ja nicht so nah ran wie ich gerne würde mal. Also mal gucken hier. Hat das besser ja ich muss es noch ein kleines bisschen wieder gerade richten kleines bisschen halt beim Transport gelitten aber das ist wie gesagt alles Metall kann man schön wieder in Form biegen eine Hebebühne mit Geländer mit Gitterrost mit Werkzeugkoffer drauf und alles was dazu gehört hier vorne Will ich euch auch nicht äh, vorenthalten. Das ist natürlich mein bekannter Rumpelhaufen. ja Meine Ablagerfläche. <laughs> für sämtlichen Krempel hier beim Basteln. So, dann hatte ich euch ja angekündigt. Das müssen wir mal hier. Die Lohrwachs wird hier hinterrollern. Die Weiche wird verdrehen. Hatte ich euch ja angekündigt, dass ich noch ein bisschen Geld ausgeben wollte. Und äh, das ist mittlerweile auch alles da. Also nicht das Geld, sondern der Gegenwert davon. Und das... Zeige ich euch jetzt gleich. Da werden wir mal einen kurzen Stopp machen und ich werde diese Kamera hier jetzt umbauen. Und zwar in die Mitte der Anlage. Moment. So, und zwar ähm, handelt es sich hier um Clubmodelle. Ja, äh, ich weiß nicht, wie tief ihr in der Materie, Materie Tillich-Club drin seid. Sicherlich ist der eine oder andere von euch dort auch Mitglied. Ich bin kein Mitglied. Mir besorgt die ein Modellbahnfreund von mir. Ähm, wir sehen hier, das sind nicht, übrigens nicht alles Clubmodelle. Den einen habe ich schon mal vorgestellt. Das ist der hier. Dieses hammergeile Klein-Seil-Modell von Steffen Klemm. Den hatte ich in einem extra Video vorgestellt. Ähm, die neuen Clubmodelle sind. Das ist der von letztem Jahr. Den hatte ich euch schon gezeigt. Das ist der von diesem Jahr. Und zwar handelt es sich hier um. Moment, jetzt muss ich selber was gucken. Ähm, Verpackung, Verpackung, Verpackung. Moment, weil das ist jetzt alles ein bisschen schwierig. Messwagen 4 ist von diesem Jahr. Genau. Messwagen 4 von diesem Jahr. Und Messwagen 1 war letztes Jahr dran. Das sind also die beiden Messwagen, die da im Hintergrund stehen. Und äh, ja, äh, über den Sinn und Zweck von Messwagen möchte ich jetzt hier nicht so doll eingehen aber wir können da gerne mal ein, ein extra Video zu machen. Moment, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen ein extra Video dazu machen, was die Dinger überhaupt gemacht haben oder wozu die da waren. Ja. Dann kommen wir zu den beiden blauen Kollegen da hinten. das sind Mess Beiwagen. auch Clubmodell von diesem Jahr. Und äh, da habe ich jetzt zwei von und zwar absichtlich ich wollte zwei haben. Einfach nur äh, aus dem Grund, weil. Ja, weil. Weil. Eigentlich bräuchte ich es ja auch drei. <laughs> ich habe ja jetzt drei Messwagen. Jeder Messwagen braucht eigentlich einen Begleitwagen. Ich habe, oder brauche vielleicht nicht unbedingt, aber war eigentlich so üblich, dass da welche mitgelaufen sind. Äh, ich habe ja noch den anderen von der ITL. Das ist ja auch eigentlich ein Messbegleitwagen. Oder Messbeiwagen oder was ich, genau. Der Aufenthaltswagen so jetzt deklariert, aber äh, eigentlich war es der Begleitwagen zum Oberbaumesswagen der Deutschen Reichsbahn. So, den Oberbaumesswagen der Deutschen Reichsbahn gibt es noch nicht im Modell. Ach, das ist alles ganz schön kompliziert. Es ist aber jemand dran, den zu basteln und ich habe den auch bestellt und deswegen wird er auch irgendwann bei mir eintrudeln. Und dann habe ich den richtigen Beiwagen dazu auch schon. Also quasi dieses Galeriemodell von, weiß nicht, 2018 oder wann, das war dieser blaue. Den es auch bei, beim Dach der offenen Tür in Birna hier bei der IDL gab. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich glaube, müsst ihr mal ein paar Videos zurückgucken irgendwo. Nee, jetzt aber nochmal. Die zwei blauen Messbeiwagen. Warum zwei Stück? Äh, ich weiß nicht, wer von euch die Firma TT Club aus Berlin kennt. Also nicht mit dem Tillich Club verwechseln, hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Firma heißt richtig TT Club. Ähm, der Inhaber ist der Herr Henning Schauer, der damals bei Berliner TT-Bahn. Ich weiß auch nicht, was der war, da ich so leider oder irgendwas. Na Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, irgendwas in führender Position. Der hat halt nach, äh, nach der Wende eine eigene Firma aufgemacht. TT-Club. TT-Club bietet auch diese Messbeiwagen an und zwar in einem Zweierset, so wie die beiden dort stehen. Allerdings auf Basis des alten BTTB-Modells Rekowagen. Der hat da so einen Kranbegleitwagen mal gemacht. Wo halt auch ein Fenster zu ist, wie bei denen hier, mit Lüfter auf dem Dach und so und auf Basis von denen bietet er diese beiden Messbegleitwagen an. Aber jetzt hat äh, die Firma nicht die Qualität, wie sage ich jetzt mal tillig, ja, also ähm, es kann passieren, dass du da dir das Ding schicken lässt und schickst ihn entweder gleich wieder zurück oder baust ihn erstmal auseinander, um da überhaupt ein Modell draus zu machen. Ja, jetzt ist das so, dass dieses Set auch, sagen wir mal, über 80 Euro kostet. Wären also auch über 40 Euro für einen so einen Wagen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich dir lieber nicht an. Also ich war wirklich fest entschlossen, die zu kaufen. Die waren eigentlich schon irgendwie bestellt. Als ich dann allerdings gesehen habe, dass der hier dasselbe Vorbild hat und qualitativ 100 mal besser ist, habe ich mir gedacht, nee, dann bestellst du hier zwei von oder besorgst dir zwei von. Einen habe ich ja von Stefan bekommen. Stefan Hiebenthal kann ich ja hier so sagen, ist ja bei YouTube auch so unterwegs, auch in meinen Kommentaren. Also bekommen, ich habe den schon gekauft. <laughs> Und den anderen halt mit als Clubbestellung zusammen mit dem Messwagen. Ja. Aber eben so, dass ich absichtlich zwei haben wollte. Also das ist, hat alles so seine Ordnung. So, dafür kommt jetzt das Zweier -Set von von TT Club nicht. Werde ich nicht kaufen für. Über 80 Euro die zwei BTTB-Wagen, da sage ich mal. Also es ist halt BTTB-Basis, weil die haben zwar auch, ich glaube, der hat auch feste Pufferbollen da dran gebaut, wie man das halt kennt, ja mit diesen Umbausätzen. Habe ich auch ein paar davon. Aber trotzdem bleibt der Waggon zu breit und mit den Messwagen zusammen schlecht einsetzbar, weil der dann viel breiter wäre. Ja, ich habe jede Menge BTTB Regowagen noch. Aber die würde ich, würde ich nie auf die Idee kommen, die mit Tillichwagen zu mischen, weil das einfach von der Breite her keinen Sinn erhebt. Und das sieht man auch, also, keine Frau. So. Freunde, das war aber noch nicht der letzte Schuss. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz die Kamera umbauen, um euch hier noch was zu präsentieren. Und zwar haben wir da hier im Vordergrund, also nicht, äh, der paar 5 zug, sondern dahinter das blaue. Äh, auch clubmodelle von diesem jahr. das sind dreiachsige umbauwagen der deutschen bundesbahn, also westen quasi. hier in ausführung als bauwagen. auch die habe ich herbeigesehnt, wirklich herbeigesehnt, also ich habe auch schon mal den plan gehegt. Sündhaft teure grüne, Krüger Umbauwagen zu zersägen und Ozeanblau zu lackieren, um mir diese Bundesbahn-Bauwagen daraus zu schnitzen. Es ist einfach, ich, ich, äh, ich ticke einfach so, müsst ihr wissen, alles, was ich so wird bewusst, sag ich mal, nach einer kleinen Schaffenspause wahrgenommen habe. Das war so während der Umbruchzeit. Während der, naja, kurz nach der Wende, so die wilden, das wilde, das wilde Jahrzehnt nach der Wende nenne ich es eigentlich immer. So, äh, wo hier wirklich alle wilde Sau gespielt haben und alles durcheinander gefahren ist. Und da waren diese blauen Bauwagen aus dem Westen äh, doch ab und zu bei uns im Osten anzutreffen. Also öfter eigentlich. Also, ich habe viele davon gesehen hier auf, auf DDR-Gebiet oder ehemals DDR-Gebiet oder sagen wir auf Reichsbahngebiet. Und damit stand für mich fest, die Dinger müssen einfach ran. Ich find's ein klitzekleines bisschen schade, ohne meckern zu wollen, dass die so dunkel hier sind. In meiner Erinnerung sind die ein kleines bisschen heller gewesen, das Blaue. Aber okay, ähm, wenn sie neu lackiert waren, dann sahen sie wahrscheinlich so aus. Die, die ich damals überall herumstehen sehen, auf den diversen Gleisbaustellen, die waren sicherlich, äh, hatten die ihre Jahre auf dem Buckel und deswegen der Lack auch nicht mehr der Beste und deswegen auch hell und ausgeblichen. Aber wie gesagt, das tut dem Spaß hier keinen Abbruch. Über die habe ich mich wirklich riesig gefreut und ich wünsche mir, dass da vielleicht noch mehr kommt. Ich bin jetzt natürlich auch im Zuchtzwang, mir endlich von Fischer -Modell so eine blöde Gleisstopfmaschine zu besorgen. <laughs> ja, das ist nämlich noch so ein Ding, was mir fehlt. Aber das wird lösbar sein, denke ich, das Problem. Ansonsten, äh, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich war es das jetzt soweit. Wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub. Ähm, wollte euch, wie gesagt, vorher nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Auch wenn das jetzt alles ein bisschen spontan und ungeplant war hier und auch unvorbereitet. Aber Improvisation ist immer noch die beste Unterhaltung, nicht wahr? Sag ich jetzt mal. Und ja. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt soweit durch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Was auch immer ihr jetzt macht, ob ihr in Urlaub fahrt oder arbeiten müsst oder wie auch immer. Ich bin dann erstmal weg und wir hören und sehen uns, wenn ich wieder da bin. <laughs> ja, nee, da wo ich hinfahre, es gibt übrigens auch Dampfloks und da werden wir sicherlich auch das eine oder andere. Mal sehen, ob ich einen Film mache, weiß ich nicht. Oder vielleicht ein paar Fotos. Mache ich eine kleine Collage oder sowas. Muss mal gucken. Also, Freunde, ähm, bleibt gesund, haltet Abstand <laughs> und äh, ja, macht's gut. Bis bald, ne? Tschüss.